Starke Kinder, starke Zukunft. Der Podcast für Eltern, Pädagogen und Trainer, die Kinder stärken wollen, damit sie sich super entwickeln und zum Fels in der Brandung des Lebens werden. Herzlich willkommen bei Starke Kinder, starke Zukunft zur Abschlussfolge, wie wir es letzte Woche schon angekündigt haben. Daniel sitzt neben mir, trinkt ganz genüsslich sein Wasser. Wir sitzen hier im Büro und ich habe eine Frage, die ich Ihnen noch stellen will. Wir haben ja jetzt über Erziehungsfehler geredet und ich würde gerne mal, dass du mal kurz überlegst, welche Erziehungsfehler waren denn in deiner Kindheit immer mal präsent? Ich glaube, das war hauptsächlich, meine Mutter war immer sehr, sehr verständnisvoll und mein Papa hatte manchmal sehr wenig Verständnis. Und das war für mich manchmal schwierig, mit beiden Sachen umzugehen. Also manchmal habe ich mir von meiner Mutter gewünscht, Mama, sag mir jetzt einfach mal, dass gut ist und tritt mir mal bitte in den Hintern. Ich habe es jetzt verstanden, ich darf jetzt hier alle Gefühle haben. Ja, ich weiß, du nimmst mich auch 15 Stunden in den Arm, aber kannst du mir nicht einfach mal sagen, komm jetzt raus, zurück in die Welt? Und bei meinem Papa hätte ich mir manchmal gewünscht, dass er ein bisschen mehr Verständnis hätte und ein bisschen weniger glaubt, dass sein Lebensmodell das einzig Richtige ist. Im Endeffekt wären das die Erziehungsfehler bagatellisieren, war bei meinem Papa so ein bisschen, Gefühle absprechen. Und was haben wir denn hier noch in diesem Wunder? Die Schuhe pressen hast du jetzt auf jeden Fall. Ja, und in die Schuhe pressen auch, genau. Ich guck nochmal gerne alle durch. Ich guck nochmal durch. An Bedingungen, an Bedingungen geknüpfte Liebe hatte ich auch manchmal das Gefühl, dass das so war. Ja, doch. Also, aber die meinten es auch nur gut. Also die sind jetzt, ich bin da total entspannt. Wir haben ein super Verhältnis zueinander, meine Eltern und ich. Alles easy. Und das war halt so, ne? Ich glaube, das ist ein Fehler, den ich jetzt hier. Ich brech's nochmal anders runter. Ein Fehler, der steht in meinem Buch nicht drin. Und das ist ein Fehler, da wird sich jetzt eine gewisse Bubble vielleicht gar nicht abgeholt fühlen. Ich hätte mir von meinen Eltern gewünscht, dass sie manchmal ein bisschen mehr Grenzen setzen würden. Es gibt ja ein Erziehungsmodell, wo man sagt, Grenzen ist ja das bisschen böse. Und Regeln? Ja, ich hätte ein paar mehr Regeln manchmal gebraucht, tatsächlich. Ach doch, Regeln. Ja, schon. Also an manchen Stellen wäre es gut gewesen, hätten meine Eltern mir Regeln gegeben. Oder wir hätten mehr drüber sprechen müssen. Keine Ahnung. Ich nehme mal ein Beispiel, Süßigkeiten. Wir hatten einen Süßigkeiten-Schrank, Alter, der war so voll. Alle Freunde, die zu mir kamen, haben gesagt, das ist einfach ein Edeka. Oder Rewe oder was auch immer es noch für Läden gibt. Bei mir war das Gegenteil. Ja, da war alles voll mit Süßigkeiten. Und wir durften alles essen. Ich konnte mir so viel Zucker reinschmeißen jeden Tag. Es war einfach okay. Und dann denke ich mir so, also das war ab einem gewissen Punkt in meinem Leben mal zwischendurch auch mal schwierig. Und da habe ich mir gedacht, es wäre schon cool gewesen, hätte ich das vielleicht anders mitbekommen. Oder auch in der Phase, wo ich so ein bisschen abgerutscht bin, denke ich mir auch, eine richtig harte Ansage hätte mir da mal gut getan. Haben das deine Eltern überhaupt gemerkt, dass du dass sich da was verändert hat? Also immer, wenn ich sie manchmal darauf anspreche, grinsen sie und dann weiß ich, ja, sie haben es gemerkt, aber sie haben es irgendwie nicht angesprochen. Keine Ahnung, vielleicht haben sie gedacht, ich komme da alleine schon klar. Aber ja, manchmal im Leben ist es halt auch nicht mal schlimm, wenn man mal eine Ansage bekommt. Das ist halt, man macht es ja nicht, also wenn man jetzt jeden Tag rumschreit, ist natürlich richtig nicht cool, aber du, wenn man immer super fair mit seinen Kindern ist, super gerecht mit ihnen umgeht und dann erkennt man aber manchmal auch im Leben, es gibt so vielleicht 5, 6 Momente dann im Leben, wo du deinem Kind mal zur Seite nehmen musst und wo es wirklich mal eine deutliche Ansage bekommt. Und diese Momente, die sind so bewusst gewählt, dass dein Kind sie nicht vergisst und das sind die Momente, die bei deinem Kind wahrscheinlich auch sehr dankbar in Erinnerung bleiben. Wollen wir ehrlich sein, bei den meisten Familien läuft es anders. Die Kinder erleben 5-mal im Leben einen schönen Moment und kriegen sonst nur Ansagen. Also das muss man ja mal einmal so leider so deutlich sagen. Aber in meinem Leben war halt immer alles gut, super fair. Meine Eltern sind toll mit mir umgegangen. Das, was ich jetzt sagte, mit Mama ein bisschen zu viel, Papa ein bisschen zu viel, das ist, also runtergebrochen, Meckern auf hohem Niveau. Ich hatte eine total tolle Kindheit. Also wirklich, ich glaube, ich suche jetzt das Haar in der Suppe. Ne? Aber es gab so 3, 4 Situationen in meinem Leben, wo ich mich daran erinnere, wo ich mir rückblickend denke, es wäre gut gewesen, hätte ich da mal ein ernstes, sehr unangenehmes Gespräch mit meinen Eltern führen müssen. Das kam nie und manchmal denke ich mir, dass ich dann ab einem gewissen Alter auch immer mehr übertrieben habe, frei nach dem Motto, jetzt zeigt mir doch mal, wo die Grenzen sind. Also ich habe danach geschrien, eine Grenze zu bekommen und die kam halt nicht. Dafür bist du jetzt grenzenlos. Du meinst grenzenlos gut, ne? Was auch immer du willst. Ja, dann, aber Anne, das ist ja spannend, gib mich mal zurück die Frage. Oh, Jan, ich habe es ja schon in der letzten Folge angedeutet. Ja. Ich glaube, meine Mama hat alle gemacht, die es gab. Und mein Papa hat es aufgefangen. Die waren immer so Yin-Yang. Ja.
Und dadurch habe ich beides immer mitbekommen. Und also meine Mama kann das alles hier, Erpressung, auch vor allem dieses Selbst, also Kinder mobben. Ich habe mich sehr oft gemobbt gefühlt und ich habe mich sehr klein gefühlt. Es war, also ich habe schon immer gern geredet und ich habe auch immer schon gern diskutiert. Aber bei meiner Mama kam ich irgendwann an so einen Punkt, dass ich dachte, reden hilft nicht. Mhm. Und es war ganz lange so ein Glaubenssatz, reden hilft nicht. Egal, was ich sage, es kommt immer ein Aber. Mhm. So, und ich habe mich halt nie, also sie ist nie auf mich eingegangen. Es ging immer nur darum, dass sie recht hat. Ja. Ja, das war schon schwierig. Aber heutzutage sind wir da im guten Verhältnis auf jeden Fall. Das ist viel, viel besser geworden. Wollte ich gerade fragen, wie das Verhältnis jetzt ist. Genau. Dein Papa kenne ich ja nur von Social Media, aber da ein sehr gutes Verhältnis, ne? Ja. Der war ja auch immer lieb. Der war ja, und deswegen hat meine Mama auch immer gedacht, ja, wir sind beide gegen sie verschworen. So Ich glaube, das hat mein Papa vielleicht auch manchmal gedacht. Spannend. Ja, Grüße an den Peter. Und Mama weiß ich nicht, wie sie heißt. Silke. Ne? Und Grüße. Die typischen Spielernamen. Ja, Rüdiger und Helga. Ne? ja, schön. Ansonsten, aber wie gesagt, ich bin da auch, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das vielleicht noch so als Abschluss, wenn du vielleicht jetzt auch gedacht hast, naja, ich mache die Fehler eigentlich gar nicht so doll, aber die sind mir früher immer passiert. Als Abschluss, schließ Frieden mit deinen Eltern. Das Beste, was du deinen Kindern antun kannst, im Sinne von antun, das Beste, was du für deine Kinder tun kannst, ist mit deinen Eltern und mit deiner Vergangenheit Frieden zu schließen. Weil wenn du mit deiner Vergangenheit und deinen Eltern Frieden schließt, wird auch deine Beziehung zu deinen Kindern auf ein komplett neues Level schießen. Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Ja, euch eine schöne Zeit und würde sagen, wie immer, ich wäre nicht Daniel Dudek, wenn ich das nicht machen würde. Wenn du Kinder stärken möchtest und du willst es wirklich aufs nächste Level bringen, dann musst du in unsere Ausbildung kommen. Wir hören so häufig, dass das lebensverändernd ist, dass es die beste Ausbildung ist, die Menschen je gemacht haben. Wir wissen, was wir tun und wir wollen es auch mit dir tun, denn wir glauben, dass du, wenn du diesen Podcast hörst, das Gefühl dazu hast. Du hörst diesen Podcast nicht nur, weil du sagst, ich will in meiner Familie, dass alles rund läuft. Du hörst diesen Podcast, weil du Kinder stärken willst. Und deswegen gehörst du in unsere Ausbildung. Du gehörst in diese Community und zwar nicht nur hier sonntags, sondern in die Calls, in alles, was da passiert, an die Praxistage. Du gehörst in die Starke Runde Muckis Familie. Also, ich lade dich ein, komm in die Familie. StarkeRundeMuckis.de und da kriegst du alle weiteren Infos. Danke, Anne, und bis dann. Ciao. Tschüss. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Die anderen Social Media Kanäle findest du hier. Ja, und andere Videos werden dir hier auch irgendwo eingeblendet. Solltest du allerdings nicht nur für dich Infos suchen, sondern diese Infos auch an andere weitergeben wollen, dann guck mal auf www.starkeohnemuckis.de vorbei. Wir begleiten dich dabei, Kinder zu stärken. Nebenberuflich oder hauptberuflich. Du lernst von uns alles, was du brauchst, um einen Unterschied auf dieser Welt zu machen. Lass uns gemeinsam dafür antreten, Mobbing in 3 Generationen aus dieser Gesellschaft zu verbannen. Lass uns mehr Liebe in die Welt hineinziehen, denn das ist bitter nötig. Sprich mit unseren Ausbildungsberatern, schau dir die Webseite an, starkeohnemuckis.de.